Ja, und das Problem ist halt, wenn man aus dem Level rausgeht und das Level wieder betritt, sind die Gegner nicht da, sondern die Edelsteine liegen immer noch oben auf dem Dach. Ja. Und dann kann man halt keine 100% mehr holen. Ja, ich weiß. So. Aber das gefällt mir nicht. Habe ich aber gut gelöst. Okay, und das möchte ich euch halt ganz gerne zeigen. Vergiss nicht, dass du am weitesten gleitest, wenn du die X-Taste drückst, wenn du am höchsten bist. Verwende die Dreiecktaste, um am Ende deines Sprungs zu schweben. Ich hoffe mal, dass ich das noch hinkriege. Also ich schätze mal, dass meine Mutter das so gemacht hat. Weil es war halt damals so, die hat das gezockt. Und, hat mich dann gefragt, so von wegen, weißt du, wo die anderen zwei Edelsteine sind, die mir fehlen? Weil das waren halt zwei Ninjas, die sie abgeschossen hat. Also ich denke mal, dass sie die abgeschossen hat. Und da haben wir halt zusammen geguckt. Und dann hab ich gesehen, dass die Edelsteine da oben auf dem Haus liegen. Wo man so nicht hinkommt. Und es ist halt die einzige Möglichkeit, dass die Ninjas mit den Raketen abgeschossen hat. Aber ich finde es dann halt auch trotzdem irgendwie komisch, dass die Gegner nicht einfach als Gegner wieder spawnen, sondern dass die Gegner halt weg sind, aber die Edelsteine da oben liegen. Aber wir werden ja sehen, was passiert, wenn wir bei der Feuerwerksfabrik sind. Oh, du hast die Blasebälge aktiviert. Vielleicht kann ich den Wolkengenerator wieder in Gang bringen. Mich interessiert das schon ziemlich stark. Wie gesagt, andernfalls, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie das sonst passiert sein soll. Diese Rhinoxe müssen mit diesem Ding den Wolkengenerator verstopft haben. So, wer? Henry. Oh, ich hab voll Durst, ne? So. Dann haben wir hier zwei Levels. Also zwei extra Level. Aber wir machen erstmal Edelsteine sammeln in der Oberwelt. Wo ist denn hier der? War da irgendwo so ein Ding? Da. Hallo? Dankeschön. Das erinnert mich an irgendein Lied. Ich weiß aber nicht an welches. Irgendwas, wo ich auch diesen Zwischenteil voll mochte. Aber das Lied gefällt mir ganz gut. Einfach mal drüber springen, bevor doch irgendwas passiert. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Angst gehabt, dass ich die falsche Taste drücke. Aber es hat doch noch funktioniert. So, wen haben wir hier? Claire. Auch eine schöne Farbe. Gut, dann können wir zu den beiden Leveln. Ich glaube, das rechte war mit der Sonne und das linke war mit den Noten. Ich glaube, wir machen erstmal das Sonnending. Falls das Sonnending ist, es kann auch sein, dass ich mich gerade verwechselt habe. Nee, das ist das Sonnending. Ja. Unsere Sonne ist erloschen. Wir können mit unserem Lava-Fusionskessel und drei Sonnensamen eine neue machen. Aber die Samen brennen immer aus, bevor wir sie in den Kessel kriegen. Dann hätten die mal ihr komisches Sonnensamen-Herstellding ein bisschen näher an die richtige Sonne packen sollen. Tritt auf den Schalter, um einen frischen Sonnensamen zu bekommen. Dann musst du ihn mit deinem Feueratem anblasen, bis er im Kessel ist. Samen blasen. Okay, dann hauen wir mal rein.
Oh mein Gott. Okay. Nummer 1 hätten wir. Edelsteine hole ich als letztes. Nummer 2 hätten wir auch. Und ich glaube, der dritte geht dann links rum. Jetzt musste ich gerade überlegen. Oh, 999 Edelsteine. Sehr schön. Ich finde das auch lustig, dass die hier im Gesamten gezählt werden. Geh ein Stückchen zurück, da ist Feuer. Yay! Sieht aus wie so eine Zitrone oder eine Kartoffel. Das nenne ich eine ordentliche Sonne. Hier, du kannst diesen letzten Sonnensamen als Souvenir haben. Es könnte allerdings ein Blindgänger sein. Mhm. Lulu! Lulu. Ein süßer Name. So, Edelsteinchen einsammeln. Ich weiß noch gar nicht, was ich habe gerade erst mit hier dem Projekt angefangen und ich denke schon über das nächste Projekt nach. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß noch gar nicht, was ich nach hier dem Projekt machen soll. Weil Crash ist ja soweit in Anführungszeichen fertig, also die PlayStation 1 Reihe. Spyro wäre dann auch fertig. Jedenfalls habe ich nicht das Verlangen, Crash Team Racing als Let's Play zu machen oder Crash Bash. Weil, weiß ich nicht. Crash Bash, also es sind halt so Spiele, wo man teilweise ziemlich viele Anläufe braucht. Crash Team Racing jetzt nicht. Aber bei Crash Team Racing ist halt das Problem, dass es auf Dauer, finde ich, ziemlich langweilig wird. Jedenfalls bei mir, weil ich halt nicht wirklich viel erzähle. Und weiß ich nicht, also so Rennspiele sind immer, ist so eine Sache. Deswegen sehe ich davon ab, wenn dann überhaupt halt noch Crash. Oh, was war das denn? Zorn des Cortex, glaube ich, dieser eine PlayStation 2 Teil. Und dann natürlich. Am 30.06., das ist bald soweit, es ist jetzt noch anderthalb Monate hin, aber es ist bald soweit. Da kommt dann ja die Trilogie raus und die wollte ich dann ganz gerne auch noch zocken. Und dann kommt auch noch bald Soulstorm raus, das, also was heißt bald? Ich meine, die hätten Herbst gesagt oder so? Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall 2017. Normalerweise wecken wir unsere Regenwolke im Morgengrauen auf. Aber diese üblen Geister halten unsere Glocken vom Klingeln ab. Von mir aus könnt ihr das auch 2018 rausbringen. Hauptsache, es wird gut. Das war easy. Ich mag die Augen von der Wolke. Die sehen so dumm aus. Möchtest du dieses Dings da? Es fiel aus der Glockenstube. Ja, bitte. Jake. Sieht aber sehr blass aus. So. Ja, ist ja gut. Dann holen wir hier erstmal alle Edelsteine. Okay,
Den holen wir uns gleich. Oh, ich habe schon teilweise überhaupt... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe doch eben... Habe ich doch von diesem einen Level gesprochen. Mit den Steinen. Und den Pilzen. Das ist gar nicht in der letzten oder vorletzten Welt. Das ist in der nächsten Welt. Scheiße. Nein, ich glaube, ich mache das als allererstes, weil das ist echt kacke. Okay, 8 Stück fehlen. Wo sind die? Scheiße. So, wir holen uns aber erstmal Mister. Oh, da ist schon mal einer. Das ist schön. Wo läufst du? Wo läuft der denn lang? Kommt man da hoch? Ich glaube, weiß ich nicht. Ah! Puh, ich dachte, er wird sich schon wieder rumdrehen. Brian! Uns fehlen auf jeden Fall ein paar Edelsteine. Ich glaube, 6 oder so, um genau zu sein. Und ich schätze mal, das wird ein 1er und ein 5er sein. Hier fliegt man so langsam. Aber hier sehe ich jetzt erstmal nichts mehr. Schade. Hier ist auch nichts mehr. Nee. Oh nein. Wo sind die denn? Oh, ein Leben. Vielleicht am Anfang oben. Habe ich da überhaupt geguckt, ob da was hinter mir lag? Nee, hier ist nichts. Was ist das hier? Ist hier noch was? Nee. Nein! Ich bin gerade irgendwie ein bisschen angespannt, also... Oder ich sitze irgendwie schief, weil mein Rücken tut etwas weh. So, wo sind die letzten Edelsteine? Da hinten waren wir schon. Vielleicht hier vorne. Nee. Schade. Vielleicht sind sie doch in dem... in dem Level mit der Sonne. Was gut möglich sein kann, weil es ist halt... relativ unübersichtlich.